Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 18, Valenz des Verbs. Was ist der Unterschied zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen und freien Angaben? Die Struktur eines Satzes wird vom Verb bestimmt, so die Annahme der Valenztheorie. In der Grammatik von Helbig und Buscher wird unter Valenz die Fähigkeit der Verben verstanden, bestimmte Leerstellen im Satz zu eröffnen, die besetzt werden müssen bzw. besetzt werden können. Der Valenzbegriff überschneidet sich inhaltlich mit verwandten grammatischen Phänomenen wie Rektion, Dependenz, Argumentstruktur und Transitivität. Wie werden diese Leerstellen nun gefüllt? Es gibt zum einen obligatorische Ergänzungen, die nicht weggelassen werden können, ohne dass der Satz ungrammatisch wird. Im Beispielsatz das Subjekt Peter als Nominativergänzung. Dagegen sind fakultative Ergänzungen zwar auch valenzgebunden, können aber durchaus weggelassen werden. Der Satz büßt, wie man sieht, seine grammatische Richtigkeit nicht ein und auch die semantische Rolle der Akkusativergänzung kann problemlos mitgedacht werden. Weglassbar sind auch die freien Angaben, die lediglich die Satzaussage in der Regel in Form von Adverbialen modifizieren, hier temporal heute und lokal in der Mensa. Sie zählen daher nicht zur Wertigkeit des Verbs. Essen ist also zweiwertig. Beachte aber, nicht alle Adverbiale sind freie Angaben, wie der Beispielsatz 1 bis 4 zeigt. Hilfreiche Nachschlagewerke sind Valenzwörterbücher wie das Walbu vom IDS, das in einer Print- und Online-Version vorliegt.